Deswegen ist es mir egal, wenn jemand nachconnectet. Und da ihr eh immer wisst, dass ich mich hier im Norden aufhalte. Aber habt ihr hier schon mal jemand übers Airfield laufen gesehen? Oder könnt ihr mir sagen, wo ich ein bisschen Action erleben kann? Im Norden. Nordost-Airfield habe ich gesehen. Ich habe mir mal so ein Video angeguckt. Nordost-Airfield ist immer etwas los. Da muss ich mal hin. Aber das ist auch nicht viel los. Das sind auch nur die Leute, die einfach kurz hingehen. Militärgebiet looten und dann meistens ausloggen. Ist einfach so. Die loggen sich alle bei diesen Militärgebieten aus. So eine FNX. Mach mal so, dann mach mal so. Haben wir dafür Munition? Haben wir nicht, aber... Wir brauchen dafür eh erstmal so ein, wir wollen ja nicht ein Magazin reintun, sondern wir wollen dann, wenn dann gleich so ein ganzes Magazin reintun. Also müssen wir erstmal so ein Magazin finden. RW1 Optics, passt das auf unsere Waffe? Nein. Nehmen wir trotzdem mit. Wenn ich eine Mosin finde, also teste ich mal die ganzen Sachen durch. Also, ich versuche natürlich für euch irgendwann mal die ganzen Sachen durchzutesten. Versuche irgendwann, wenn ich die richtigen passenden Waffen finde, versuche ich das alles dran zu bauen. Aber ich habe erwartet nicht von... Oh, hier ist ein... Ja, Chestholder ist ja sozusagen, das zieht man an, da kann man dann die Waffe reintun. Brauche ich nicht. Will ich nicht, brauche ich nicht. Was haben wir hier? Magazine. Packen wir mal aus. 7,62. Oh, das sind glaube ich schon für die SKS oder für die Mosin. Also für eine Rifle, für eine dicke Rifle. Ich hätte sogar einen Sniper. Sind ja deutlich größer die Magazine, also die Patronen als was haben wir hier? Mosin M44. Was die Streuung, glaube ich, reduziert, wenn ich das richtig verstanden habe. Hab ich noch nie gesehen, das Item. Was haben wir hier? RVD1 haben wir das schon? Haben wir noch nicht, oder? Was haben wir? Sind das dieselben? RDS? RDS, ja, dann können wir das da liegen lassen. Vielleicht für jemand anders. Vielleicht connectet ja jemand von euch nah. Die Leute, die mich in der Friendlist haben, die wissen, dass ich ohne... Ach komm schon. Naja, weg ist es. Die wissen, dass ich, wenn ich DayZ spiele, Steam immer Friends anlasse. Das heißt, also, man kann mir nachconnecten. Einfach allgemein hat den Grund, dass... Was ist das denn für eine Waffe? Ist das die M4? Das ist die M4, ja. Es gibt ja hier kein Old Shit. Deswegen ist es mir egal, wenn jemand nachconnectet. Und da ihr eh immer wisst, dass ich mich hier im Norden aufhalte. Und endlich mal ein dickes Magazin. So. Jetzt kann es lustig werden. Ja, jetzt sind wir hin und her geswitcht. M4 Handguard haben wir schon, was ist denn das hier? FNP. Haben wir drauf getan? Wieso kann ich jetzt das hier nicht nachladen? Moment. Was möchte ich da mal testen? Müsste ja jetzt eigentlich nachgeladen haben. Ja. Das wäre blöd. Wir lassen immer auf 100 Meter gezeroed. Also ich zero natürlich im Kampf immer individuell. Aber so das Grundzeroen lasse ich auf 100 Meter. Weil ich denke 50 braucht man nicht.
Das war extrem wenig Unterschied, ob man 50 oder 100 hat. Das ist extrem wenig Unterschied. So, jetzt juckt meine Nase nochmal. Keine guten Items hier nochmal. Dann schauen wir in der letzten Baracke nochmal nach. Ach, nicht Baracke, wie heißt das? Wie heißen die Teile nochmal? Nicht Silo, sondern im Hangar. Genau, Hangar heißen die. Da liegt was in der Ecke. Sieht aus wie eine Konserve. Ne, wieder so ein dickes Magazin. Ne? Naja, halb dickes. Nehmen wir trotzdem mit. Standardmagazine kann man nie genug von haben. Ich habe einen Screenshot gesehen. Es gibt so gecheatete Magazine, die haben irgendwie 600.000 Schuss. Sowas finde ich dann natürlich ein bisschen schwach. Zombie hat uns gesehen. Wie auch immer dieser Zombie das gemacht hat. Ich dachte schon, da kommt ein Spiel angelaufen. Keine Ahnung, wo der hinläuft. Sind die nicht so, dass der auf uns zuläuft. Ich glaube, der backt eher so in der Luft ein bisschen. Haben wir das in Handguard? Genau. Stromzieher. Man weiß nie, wofür man den braucht. Feuerlöscher in der Feuerwehr ganz normal. Shotgun Muni war das, glaube ich. Nehmen wir auch. Wer weiß. Vielleicht müssen wir ja irgendwann mal was damit machen. Was haben wir hier? Wieder dicke Magazine. Ich glaube, das, was ich mache, verpackt die. Ich sollte das so nicht machen. Ich sollte das erst in meine Tasche tun und dann anklicken. Da oben ist eine Pistole. Lass mal liegen. Ich glaube, das hat die verpackt. Ich dachte, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass es die raus tut aus dieser Tasche, aber das verbuggt die eher. Nicht so schlau von mir, absolut nicht schlau. Jetzt guck mal, das war auch eins der Hauptloot-Gebiete, diese Air Control Tower, aber das Gefühl, in der Standalone bin ich absolut der Einzige, der die lootet. Nur ein bisschen Kleidung, ein Backpack. Munitionsbox. Jetzt werden die Leute sagen, hey, nimm doch die Munitionsbox mit. Mach ich, glaube ich, auch. So, kann ich da rein tun. Das hier. Und ich hoffe, das funktioniert. Das, was ich vorhabe. Wieso kann ich das nicht combine? Dann machen wir so, dann machen wir so. Das machen wir so. Das machen wir so. Das können wir, glaube ich. Viel Contents machen und dann können wir das alles da rein tun. Mal so machen, so. Oder funktioniert das nicht? Doch, das funktioniert nicht. Ich habe es gerade eigentlich verbuggt. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe das, glaube ich, gerade auf den Boden geworfen. Ne, ich habe es... Wenn man auch doppelt klickt, dann wird es nach oben in die Taschen getan. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Würde ich auch erdenken. Oh, da haben wir wieder ein Visier. Long Range Scope mit einem guten Zustand. Nehmen wir beide mit. Da gönne ich euch den nicht. Dann nehmen wir auch mal mit, falls wir Hunger bekommen. Wir sind immer noch Bett. Ich weiß nicht, wie man das wegbekommt. Die Sonne, die scheint ja. Also eigentlich müsste ich ja trocknen. Ich weiß nicht, wie ich das wegbekomme. Aber wir gucken mal. Jetzt wird es gefährlich. Hier wurden wir letztes Mal erschossen. Wenn jetzt dieses Gebäude looten und da wurden wir erschossen. Deswegen. Packen wir schon mal die Rifle aus. Letztes Mal wurde ich von da aus erschossen. Irgendwo da hat er gekämpft. Wahrscheinlich noch so ein Third-Person-Typ, der so um die Ecke geguckt hat. Die Tür scheint noch zu sein. Ne, ist offen. Also hier war schon jemand.
Oh, hier hat jemand wirklich Hardcore-Looting betrieben. Alles leer gelootet. Guck mal, hier war, der hat alles mitgenommen. Hier mal was. Magazin hat er leer gemacht. Okay. Revolver hat er liegen lassen. Jetzt bin ich gespannt. Nimmt hier einer? Sieht nicht so aus. Ich finde das auch ein bisschen zu unübersichtlich. Als bei der Arma 2 Mod war das, konnte man das irgendwie, konnte man die Gegner schneller spotten, wenn da irgendwo einer war. Aber hier ist es wirklich so, wer wen zuerst sieht, der hat gewonnen, weil man kann hier gar nicht verfehlen. Es fängt wieder an zu regnen. Steht wieder You're getting wet. Super. Ich hab's mal auf 50 Meter jetzt gezeroed. Wer weiß, vielleicht muss ich ja doch kämpfen. Schauen erstmal, ob hier überhaupt jemand drin ist. Sieht nicht so aus, okay. Dann gucken wir mal durch, aber das sieht schon alles extrem hardcore gelootet aus. Hammer. Die Zupins brauchen wir nicht. Haben wir noch was? So, jetzt haben wir aber auch soweit wirklich einiges gefunden. Diesmal mit einer Waffe am NWO. Leider kein Spieler bisher gesehen. Wir werden uns aber jetzt hier ausloggen. Ich muss nämlich das Video noch schneiden und gleich fängt der Stream an. Ich hoffe, ich habe das davor noch zu schneiden, sonst muss ich das danach schneiden, wieder tief in die Nacht hinein. Und dann würde ich sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Und schaut euch immer schon die Streams an. Ja. Jo Leute, danke, dass ihr erstmal zu Ende geschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da oder eine positive Bewertung. Außerdem habt ihr jetzt hier oben die Möglichkeit, auf ein Daisy-Mod-Video zu gelangen und unten die letzte Folge von der letzten Standalone. Haut raus!